ist eh noch ein bisschen was drin. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen als Menge. Aber ich hoffe. Ich hoffe nicht, dass da jetzt gerade Stücke mit rausgekommen sind, oder? Ich habe keine Ahnung, ist das Schimmel? Ich meine, so lange steht er noch nicht im Kühlschrank, ne? Ah, also er schmeckt nichts. High Risk bei Jessica, echt. Den muss ich dann vorkosten, den Kuchen, nicht, dass heute dann irgendwie was abkriegt oder so. Mit Magenschmerzen. Also da machen wir dann natürlich noch Gefühl, 100 ungefähr, das ist ja die Hälfte davon. Mal gucken. Das ist aber auch mal wieder, das war es mal wieder komplett, ne? Ja, gut. Wie kriegen wir den Elch jetzt da drauf ohne? Also das letzte Mal, als ich diese Form benutzt hatte, war der Kuchen ja kalt. Also da war nichts mit Backen unten drunter. Vielleicht meinen die denn dann auch auf der Verpackung, dass man deswegen den Kuchen irgendwie vorher aufs Blech machen soll und vorwärmen soll. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir werden das jetzt mal... Was wird zubereitet? Ist die Hitze? Ist bei euch noch so heiß? Also bei mir nicht. Wir haben jetzt gerade 18 Grad. Also wir haben Melonenkuchen jetzt, Fertigbackmischung von, ja. Wir wollen das mal testen, wie die schmeckt. Weil nach der letzten Fertigbackmischung von Oetker, die war ziemlich lecker. Und die war gerade im Angebot. Ich habe das vorher noch nie gesehen, Melonenkuchen und Maracuja. Aber das geht ja noch 20 Grad. Nee, deswegen will ich auch nicht so viel Werbung machen, da. Ich krieg gar nichts bezahlt. Ich finde, das ist mir zu kalt. Also ich will 25 Grad. Damit bin ich zufrieden. So, Tudi, hau ab. Und dann haben wir noch einen super leckeren Auflauf. Hoffentlich, dass er lecker wird. Dann bin ich mal gespannt. Ich schiebe den jetzt auf jeden Fall erstmal nach unten. Hauptsache ich kriege ihn, damit ich dann jetzt den Kuchen drauf machen kann. Ich heiz mal auch ein bisschen mehr dann. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in den Binsen, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Kamera mal so schnell fokussiert. Oh, jetzt habe ich Magenschmerzen, ey. Die scheiße Milch, ey. Weil die Farbe stimmt, ne? Für den Melonenkuchen. Gar nicht wissen, wie viel Chemie da wieder drin ist, ey. Aber wenn es danach geht, ey, braucht mir keiner mit Öko kommen oder irgend so ein Scheiß. Am geilsten finde ich mal die Leute, die sagen, ja, mit so Bio-Äpfel kaufen. Ja, es ist nichts mehr Bio. Wenn man bedenkt, dass das Ackerland sowieso voller Pestizide ist, das wird nichts mehr mit Bio draus. Wo gibt es überhaupt noch reines Land? Ich glaube, wenn dann nicht bei uns, auf jeden Fall. Okay, gut. Das schaut vernünftig aus. Gut. Mal gucken, ob ich das da reinkriege, ohne dass mir das jetzt gleich runterfällt. Nein. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist ja auch nicht heiß, ne?
Ach so. Ich muss das nur mal eben kurz wieder umklappen, weil das eben kurz aufgegangen ist. Ja, dann diese von den Händen. Waschen wir die Topflappen auch noch. Gar kein Problem. Wäsche ist am Start. So, dann für die nächste Füllung benutze ich aber den gleichen Topf jetzt. Da mache ich jetzt kein Harakiri draus. Das müssen wir bestimmt auch gleich mit Rührbesen machen und so. Waschmaschine voll. Es macht, das gibt's doch nicht. Kann ja wohl lang gehen. Kein Plastik. Mache ich mal ganz schnell groß. Die müssen dann auf jeden Fall angestellt werden. Gut, dass das von selbst läuft. Das ist ein Selbstläufer. Gott, war der schlecht. Aber es ist umso befriedigender, wenn man die Wohnung danach richtig schön sauber gemacht hat und sich freut, sich auf die Couch legen kann und sich denkt, ach, jetzt ist wieder alles schicki. So, dann gucken wir jetzt schon mal weiter. Also da steht jetzt, wenn man das so auf mittlerer Stufe backt, dann dauert das sogar schon 35 Minuten. Aber ich glaube nicht, dass wir das so lange da drin lassen. Wir mal durchlesen. Aber so, was geht ab? Hier sind locker, ja. In Berlin ist ja auch, ne? Dann geht ja auch die Post ab gerade. Ich glaube nicht, dass. Was? Ja, du gehst echt jeden Sonntag joggen? 25. Du bist auch krank. Ja, habe ich auch. Ja. Natürlich 1, 3, 3, 7, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber das haben wir sogar in der Schule gelernt, dass selbst Bioäpfel auf einem Land gebaut werden, was definitiv schon verseucht ist. Und sobald der Erdboden nicht vernünftig ist, kompatibel, was weiß ich was, wie man das nennt, dann mich gerade verbrannt. Wie so eine kleine Hautaufplatzung. Ah ja, doch, ich glaube, ich habe mich verloren. Es ist trotzdem, sobald es in den Äpfeln drin ist, in dem Wachstum, so kriegt man es auch nicht mehr raus. Und da kann man dann noch so Bio draufschreiben. Für mich ist das trotzdem nicht der Apfel, den es vor 50 Jahren gab, wo der Boden noch nicht so chemikal behandelt wurde, sage ich mal. Ja, das sehe ich ganz genau wie Mana, also da bin ich auch raus. Also ich lasse mich jetzt schon dazu bewegen, dass ich Fahrrad fahre, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also es ist keine schlechte Alternative. Wenn ich jetzt wirklich diesen Job antrete, da in der Shisha-Bar, dann habe ich mir schon überlegt, rein theoretisch, also Parkmöglichkeiten gibt es da ja, das wäre nicht das, also, und sogar überdacht. Aber ich schmeiße ganz ehrlich dann nicht mein, auch wenn es kein Diesel ist, ich schmeiße meinen Motor nicht an für 5 Minuten Fahrtweg. Das meine ich. Dann werde ich wahrscheinlich auch mit Fahrrad fahren. Außer im Winter, da werde ich es mir dann vielleicht überlegen und fahre dann nochmal eine Ehrenrunde. Aber nee, da kann man dann auch mal mit Fahrrad fahren. Klar, ey, heute Morgen, als ich um 4:30 Uhr nach Hause gefahren bin und mir die Füße, aber wirklich, so schlimm haben mir die Füße noch nie wehgetan, obwohl ich echt meine bequemen Leggings anhatte. Dann noch nach Hause fahren muss, ist es zwar nicht prickelnd, aber andererseits, es ist kein Drama. Tetris, Küchentetris. Nee, nicht Sonnenbrand, Mann. Ich habe mich doch gerade am Ofen verbrannt. Ein bisschen zumindest. Ach, ist ja nicht. Sieht man auch nicht so doll jetzt. Es juckt nur gerade so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was steht denn da drauf? Ober- und Unterhitze etwa 170 Grad. Ja, wir haben jetzt auf 200 gestellt. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben es ja in Beobachtung. So, und dann gucken wir mal. Der Kuchen muss aber ein bisschen erkalten. Kuchen in der Form auf einem Kuchenrost
Erkalten lassen, Backform mit einem Messer vorsichtig lösen und entfernen. Ach du Scheiße. Also das Ding ist, wir müssen das Ding dann gleich rausholen. Ein bisschen abkühlen lassen. Dann müssen wir aber das durch beide Hälften schneiden.